wie hängt denn jetzt eigentlich alles zusammen? Ich meine, wir haben jetzt die große Analyse zunächst mal vorgenommen. Die Griechen haben die vier Elemente in die Welt gebracht. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Sie haben sogar die Prozesse in die Welt gebracht, die diese Elemente miteinander verbindet. Wobei die Elemente eigentlich Prinzipien sind. Veränderung, feucht, gasförmig, ja, feurig. Veränderung gegen das Stabile, gegen das Erdmaterial. Und das Ganze ist verbunden mit den Prinzipien, wie Empedokles sie nannte, Liebe und Hass. Plato hat versucht, die Welt in einem Prinzip zusammenzufassen. Die Atomisten sind der Meinung, die Welt besteht aus nicht mehr weiter teilbaren Teilchen, den Atomen. Die moderne Vorstellung von der Welt geht noch über die Atomisten hinaus. Die Atome sind teilbar geworden. Da gibt es die Elektronen, die Atomkerne. In den Atomkernen gibt es die Protonen und Neutronen und in den Protonen und Neutronen gibt es die Quarks. Und das alles, diese ganze Welt um uns herum, wird auf der elementaren physikalischen Ebene zusammengehalten durch vier Grundkräfte. So, na und? Ist das die Welt? Bin ich ein Sammelsurium von Up- und Down-Quarks oder was? Oder Sie? Ja, was denn jetzt? Hier hilft wie fast immer Goethe. Er hat mal gesagt, in Natur und Wissenschaft und im Tun und Handeln ist es ganz wichtig, dass die Objekte rein aufgefasst werden und ihrer Natur gemäß behandelt. Natürlich sind Sie und ich auch nicht kein Sammelsurium von Up-and-Down-Quarks. Wir haben eine gewisse Natur als Lebewesen. So wie alles um uns herum, was lebt, eine gewisse Natur hat. Es gibt auch Dinge, die nicht leben. Die können anders behandelt werden. Ihrer Natur gemäß aber trotzdem. Ja, es ist ganz schwierig. Denn was Goethe hier einfordert, ist zweierlei. Einerseits genau hinschauen, ein Objekt rein auffassen, ganz genau wissen, was habe ich eigentlich vor mir. Also einen detailbesessenen Ansatz, ja, durchgehend bis zum Ende. Auf der anderen Seite naturgemäß betrachten, in welchem Zusammenhang steht das Objekt, was ich vor mir habe, mit was hängt es denn zusammen? Denn Zusammenhänge, das ist das Zauberwort. Ich meine, wir leben auf einem Planeten, wo wir die Elemente der Griechen und ihre Prinzipien ja kaum voneinander trennen können. Die Kreisläufe, die sich um uns herum und unter uns, in uns sich abspielen, das ist doch das, was das Leben auf diesem Planeten ausmacht und nicht nur das Leben, die gesamte Natur. Das ist ein einziger Kreislauf, ein Stoffkreislauf zum Beispiel. Wasser fließt hier von so einem Bächlein in den Strom, vom Strom ins Meer. Im Meer, aufgrund der großen Oberfläche, verdunstet wahnsinnig viel Wasser. Das Wasser steigt mit der warmen Luft auf. Dort oben kühlt es sich ab, es kondensiert, es bilden sich die Wolken. Ja, die wissen schon, was ich meine. Es fängt an zu regnen, fällt wieder runter. Und so auf diese Art und Weise hat man einen offensichtlichen Kreislauf. Es gibt aber auch einen Kreislauf der Gesteine. Ja, hier wird doch kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Was glauben Sie denn? Nein, in ein paar Millionen Jahren ist die Sache hier gelaufen. Dann wird Afrika so eng mit Europa verwachsen sein, dass hier ein 6000 Meter hohes Gebirge entstanden ist. Hier bleibt nichts mehr. Gar nichts mehr, so wie es ist. Gar nichts. Es gibt einen gewaltigen, plattentektonischen Gesteinskreislauf. Da kommt das Material aus dem Inneren der Erde an den ozeanischen Tiefseegräben, kommt es raus. Mittelatlantischer Rücken zum Beispiel, kommt das Material raus. Die ozeanischen Platten breiten sich aus, senken sich unter die Kontinentalplatten. Aus den Vulkanen kommt Material heraus. Die Atmosphäre, die ist nicht nur in den Wasserkreislauf verbunden, sie ist auch in den Gesteinskreislauf gebunden. Auf diesem Planeten hier gibt es deswegen so lebendige und angenehme Verhältnisse, weil eine riesige Menge von Kohlendioxid zum Anfang der Erdgeschichte ins Gestein versetzt worden ist, indem es nämlich geregnet hat. Methan in der Atmosphäre ist nach 10, 15 Jahren verschwunden. Das Kohlendioxid, was uns momentan so Probleme beim Klimawandel macht, das ist vor 50, vor 100 Jahren eingetragen worden. Ja? Das sind Kreisläufe, die sich ständig und pausenlos a. abspielen und b. erneuern. Das heißt, wir haben Stoffkreisläufe und wir haben Energiekreisläufe. Denn im Zusammenhang mit dem Stoff werden auch verschiedene Formen
von Energie ausgetauscht. Und in dem ganzen Kreislauf steht in der Mitte ein Phänomen, das ist ein Grenzphänomen von Materie. Ein ganz besonderes Grenzphänomen von Materie. Nämlich das Phänomen Leben. Lebewesen haben auf diesem Planeten, zum Beispiel vor 2,2 Milliarden Jahren, die Materieform entwickelt, die heutzutage auf dieser Oberfläche des Planeten Erde so erfolgreich geworden ist. Sie haben aber noch was viel Wichtigeres getan. Sie haben nämlich die Atmosphäre verändert. Der Übergang von einer sauerstoffarmen Atmosphäre, am Anfang sogar sauerstofffrei, hin zu einer Atmosphäre, die Sauerstoff enthält, das kommt nicht irgendwo her, das kommt von den Lebewesen. Es gab Lebewesen, die sich eine große Energiequelle, die draußen im All existiert, zunutze gemacht haben und dadurch die Photosynthese in die Welt gebracht haben. Das heißt, sie haben das Licht des Sterns verwendet. Eine auf geologische Zeiträume unermessliche, unerschöpfliche Energiequelle und haben dann einen Stoff in die Welt gebracht, der vorher eben frei noch nicht existierte. Sauerstoff. Wir leben heute in einer Sauerstoffatmosphäre. Das war früher nicht der Fall. Vor 2,2 Milliarden Jahren gab es keinen Sauerstoff. Das ist ein typisches Beispiel, wie das Leben auf diesem Planeten sich die eigenen Bedingungen geschaffen hat. Und zwar so geschaffen hat, es gewissermaßen wohnlich gemacht hat. Ja? Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Der große Zusammenhang, den es gibt zwischen dem Planeten Erde und dem ganzen Universum. Es gibt einen Zusammenhang der Objekte untereinander auf dem Planeten Erde durch die Kreisläufe. Es gibt einen Zusammenhang innerhalb eines Elements, zum Beispiel im Element Wasser, der Kreislauf der Meeresströmung. Also man kann gar nicht so ohne weiteres, wenn man diese Welt verstehen will, nur darauf bedacht sein, herauszufinden, was ist das im einzelnen Detail. Man muss das ganze System anschauen. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Denn damit hängt etwas zusammen, was jetzt im anfänglichen 21. Jahrhundert für uns von immer größerer und größerer Bedeutung wird. Die Vorstellung nämlich, dass wir innerhalb eines großen, ich nenne es mal, Vorsicht, Achtung, Organismus leben. Ich meine das jetzt nicht wirklich so, dass die Erde ein Lebewesen ist, das meine ich nicht. Aber ein Organismus ist etwas, wo Teile miteinander kommunizieren. Wo also ein Ungleichgewicht auf der einen Seite auch ein Ungleichgewicht auf der anderen Seite hervorrufen kann. Ja? Also wo es einfach Aus- und Übertritte gibt, von einem Teil in den anderen. Das ist ganz wichtig. Ja? Dass also dieser Kreislaufprozess, dieses ineinander verquickte, diese Selbstorganisation, die auf unserem Planeten stattgefunden hat, dass man die im Kopf behält, wenn man sich zum Beispiel mit einem Problem beschäftigt, das so komplex ist wie zum Beispiel der Klimawandel oder die Entwicklung von Lebewesen auf unserem Planeten. Alles das lässt sich überhaupt nur in Zusammenhang bringen, wenn die Kreisläufe bedacht werden. Also, dass man tatsächlich nicht einfach sagen kann, naja, ich rechne hier jetzt mal weiter, eine lineare Extrapolation, sondern wenn ich immer wieder darauf achte, welche Effekte hat denn nun ein bestimmter Prozess, und zwar auf die ihn verursachenden Effekte. Das nennt man eine Rückkopplung. Welche Rückkopplungsprozesse gibt es? Und das ist das, was Goethe im Kopf hatte, als er davon sprach, die Dinge A rein aufzufassen, also in ihrer Eigenheit kennenzulernen und genau zu kennen, aber auch sie ihrer Natur gemäß zu behandeln. Wenn wir mal einen Blick werfen, wie machen wir heute Wissenschaft über die Natur? Wir machen sie doch so, dass wir Einzelwissenschaften haben. Da haben wir die Physik. Ist die Wissenschaft im Wesentlichen von der toten Materie. Also bis vor ein paar Jahren gab es noch ein Fachgebiet wie die Biophysik nicht. Also Physik war immer die unbelebte Materie. Die Biologie ist die Naturforschung von der belebten Materie. Es gibt die Chemie, es gibt die Geologie, eine der Erdwissenschaften. Es gibt Mineralogie, Petrologie und so weiter und so weiter. Ozeanographie, die Meteorologie und so weiter.
Das heißt, man betrachtet die Natur in einzelnen Segmenten. Jede Wissenschaft hat ihre eigene Methode und jede Wissenschaft hat auch ihre eigenen Fragestellungen. Und häufig ist es so, dass diese Wissenschaften nur ganz schwer miteinander kommunizieren können, also nur ganz schwer miteinander in Austausch treten können, weil sie sich so weit spezialisiert haben, dass ein Gespräch unter Naturforschern häufig ziemlich sprachlos ist. Die Natur aber, vor allen Dingen die komplexen Vorgänge innerhalb der Natur, nicht die einfachen Ursache-Wirkungszusammenhänge, sondern wenn es viele verschiedene Ursachen für eine Wirkung geben kann, das, was man Multikausalität nennt, eben nicht nur einen Grund für etwas, sondern viele. Die Natur kennt keine Disziplingrenzen. Die Elemente kennen keine Disziplingrenzen. Im Grunde genommen kann man keines dieser Elemente, von denen die Rede war, ob es jetzt Wasser ist oder Feuer oder Luft oder Erde, getrennt von den jeweiligen anderen betrachten. Das Ganze ist ein System. Systeme verlangen nach interdisziplinärer Arbeit. Ganzheitliche Betrachtungen auf der Basis von sehr, sehr guten Detailuntersuchungen. Es kommt in der Tat darauf an, ganz genau zu wissen, von was man spricht, wenn man von Wasser spricht. Und wenn man von Feuer spricht oder von Erde und von Luft. Man muss die Details kennen. Aber es ist in der Tat wichtig, herauszufinden, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Also nochmal, das, was wir bis jetzt gemacht haben, war im Grunde genommen eine reine Detailbetrachtung. Die Griechen mit Feuer, Wasser, Luft und Erde, die moderne Wissenschaft mit ihrem Zerhacken der scheinbar unteilbaren Teilchen und die Kräfte, von denen wir jetzt wissen, es sind vier fundamentale Kräfte, die die Wirkung in diesem Universum auszeichnen. So, und jetzt muss man eigentlich, wenn man das soweit hat, muss man erstens zwei Dinge tun. Nämlich einmal eine reine Auffassung der Objekte, der Elemente vornehmen. Was ist Wasser? Was ist Feuer? Was ist Luft? Und was ist Erde? Und dann das Ganze zusammenführen. Zu einem Naturbild, was sich vor allen Dingen durch eines auszeichnen muss heutzutage. Nachdem Menschen diesen Planeten nicht nur beleben, sondern die Natur auch ganz stark beeinflussen, manipulieren, benutzen, missbrauchen, vielleicht sogar schädigen, muss im Mittelpunkt einer Naturforschung immer auch die Frage stehen, welche Verantwortung haben denkende Lebewesen, wenn sie von den Dingen und Prozessen wissen. Es geht hier nicht darum, sozusagen sinn- und wertlose Naturwissenschaften zu betreiben. Die Natur kennt keinen Sinn, die kennt das nicht. Die Naturprozesse laufen einfach ab. Aber für uns, die wir in dieser Natur leben und von ihr leben, für uns macht es Sinn, sich um Natur zu kümmern. Für uns ist die Natur wertvoll. Und umso wichtiger ist es zu wissen, nach welchen Prinzipien betrachten wir eigentlich die Natur, in der wir leben. Die guten alten Griechen, das sage ich jetzt mal ganz, ganz freundlich, denn es sind ganz freundliche Leute gewesen, haben mit ihrer Elementenlehre ein Gefühl dafür entwickelt, wie die Dinge tatsächlich miteinander zusammenhängen. Wir sollten aufpassen, dass wir dieses Gefühl nicht verlieren, oder wir sollten es endlich wiederentdecken, dass die Erde ein großes System ist, auf das wir unbedingt sehr, sehr genau aufpassen müssen.